Hallo ihr Lieben, ich würde gerne noch mal einen ganz kurzen Gruß zum späten Abend bei euch loswerden und euch noch mal kurzen Einblick geben. Also hier ist alles in Palm Springs beim Alten. Ihr habt ja gesehen, das letzte Mal saßen wir zwar in einem anderen Zimmer, weil wir warten mussten, bis ein größeres Zimmer frei wird. Ja? Und dieses Zimmer hier, das hat einen Kamin, an dem Rieke bei 46 Grad auch sitzt. Und man hat so einen ganz tollen eigenen Bereich, ein Patio, wie man so schön sagt. Und ich würde euch zur nächsten Folge, da dachte ich mir, machen wir nochmal, weil ihr wisst ja aus jeder Doku und so, dass es unser Lieblingshotel auf diesem Planeten ist, würde ich nochmal so eine kleine Führung machen. Beziehungsweise ich erzähle einfach nur ein bisschen was und ich zeige nochmal ein paar Bilder. Es hat dann ein bisschen mehr, naja, ein bisschen mehr Substanz als diese kurzen Grüße, die ich immer hier loswerde. Aber wie bereits gesagt, möchte ich das nicht, dass es hier in Arbeit groß ausartet, euch trotzdem bei mir wissen. Ja, ich habe mir neben American Psycho habe ich jetzt doch noch mal eine Kopie von The Informers, die Informanten. Auf Englisch liest sich wesentlich besser, lustigerweise, als die deutsche Version. Und das ist ganz schön, weil es hat mit Diamanten ein bisschen was gemein, denn die einzelnen Kapitel sind fast so ein bisschen wie Kurzgeschichten, nur dass die Leute sich begegnen. Und bei Diamanten ist es ja genauso. In jeder Geschichte wird ja irgendein Bezug auf eine andere Geschichte genommen. Und das fand ich irgendwie ganz schön und das ist im Moment meine Pool-Lektüre. Ja, Pool-Lektüre ist so ein Ding, sage und schreibe, ihr habt es schon gehört, 46 Grad. Und 46 Grad sind natürlich 46 Grad im Schatten. Im Pool liegt man aber. Am Pool liegt man in der Sonne und da haben wir es weit über 50 und es ist so, dass die Haut richtig, es britzelt in der Birne und lustigerweise ist es so, dass es erst immer gegen 16, 17 Uhr die Höchsttemperatur erreicht. Das heißt, wenn man eigentlich nach unserer Zeit, wir schon kurz vor sich aufs Zimmer verziehen oder beziehungsweise möchte jetzt hier draußen sitzen, das kannst du knicken. 46 Grad und die Luft steht. Ja, man muss leider reingehen und das ist so ein bisschen schade. So hatten wir das noch nie. Wir hatten es immer so perfekt, temperaturtechnisch, dass es abends so um die 35 waren. Manchmal auch nur 32. Und dann will man hier nicht mehr weg. Man kann die ganze Nacht hier sitzen, Karten spielen, schreiben, philosophieren, machen und tun. Und Henrike kann die ganze Zeit am Feuer sitzen. Das ist hier nicht der Fall. Es ist echt, echt, echt hart. Ja. Andere Sache noch. Ich habe was gefunden. Und zwar, also Sprite Zero gibt es bei uns bestimmt genauso. Aber ich finde ja das Dosendesign, es könnte nicht schöner sein. So, Sprite Lemon Lime als Mixgetränk für mein Wodka. Kennt ihr 7&7? 7&7 war das beliebteste Getränk in Amerika in den 70ern. Und das ist also 7-Up, was ja im Grunde genommen genau der gleiche Scheiß ist. Und das andere 7 steht für Seagram 7. Seagram 7 ist ein Whisky. Und der wurde in den 70ern gegurgelt, bis der Arzt kam. Und 7&7, also die Mixtur von Whisky und Dingsbums, war, 7-Up, war der Hammer, der Hit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass Wodka und Sprite Zero im Moment eins meiner abendlichen leckeren Supergetränke sind. Und was ich auch nochmal wiederentdeckt habe, was manche von euch total eklig finden, weil es Gemüsesaft ist. V8, ja, dieser Gemüsesaft hier, sogar mit Low Sodium, mit weniger Salz, ich könnte mich da reinlegen. Den könnte ich auf Eis den ganzen Tag trinken. Ja, find ich richtig gut. Richtig, richtig, richtig geil. Und auch wenn viele von euch sagen, ah, die Vitamine, die sind da gar nicht mehr drin, die wurden da künstlich reingesetzt, ist mir sowas von egal. Ich kann euch nur sagen, dass es mir unfassbar gut schmeckt. Ja, und das ist doch die Hauptsache. So, eine Kleinigkeit noch, worauf wir nie geachtet haben. Wir sind ja am 5. September, der 5. September ist Labor Day. Labor Day ist Tag der Arbeit.
Und dieses Wochenende, also der Samstag, der Sonntag und der Montag, ein langes Wochenende, ist für die Amerikaner auch sowas wie das Ende des Sommers. Und da wird nochmal richtig Gas gegeben. Das ist der Horror. Egal wo man ist, egal in welchem Hotel, das ist richtig, richtig, richtig scheiße. Ja? Also bis tief in die Nacht, lauteste Musik und das Ding ist so überlaufen, es ist so voll. Ich habe, nur weil Labor Day war, von dem Sonntag auf Montag habe ich, weil es keine andere Möglichkeit gab und es war ein Brückentag, wir wollten ja nicht für einen Tag aus dem Hotel ziehen, ich glaube 450 Euro oder 460 habe ich gezahlt, wo wir sonst 180 gezahlt haben. Ja, also die Labor Day Horror ist groß vorgemerkt für die nächsten Male, wenn wir denn dann nochmal hierhin kommen sollten. So, und abschließend, also die Gedanken werden bei 46 Grad hier ganz zäh. Und der Partner hat dann auch oft das Gefühl, man sei mürrisch. Aber man ist nicht mürrisch, man ist einfach nur völlig bräsig und ballerballer in der Birne. Ja, ansonsten auch noch, was mir gerade eingefallen ist, die Lektorin, habe ich das Gefühl, wird immer strenger. Wird sie nicht, weil wir gerade nicht kommunizieren, aber irgendwie manche Geschichten hat sie ganz anders in die Mangel genommen als andere. Ja, alles erspannt. Und ihr Lieben, wir sehen uns als nächstes mit einer kleinen Hotel- und Zimmerführung. Und habt's schön.